Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, wir machen ja die nächste. Was machst du denn da? Mach mal ein Loch. Musst du kacken? Wenn ich Schutz habe, aber irgendwie haut das gerade nicht hin, ja. Ah, okay. Ja, ich gehe so lange außen rum. Gib mir dein Oberteil, bärtiger Klaus. Wollen wir jetzt weiter? Ja. Da hinten ist ein Wolf oder so. Hier ist nichts passiert. Da hinten ist irgendwie so ein Tiger. Tiger? Ja. Amizekatze. Mietz, 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 Mietz. Oh, ein Berglöwe. Okay. Ständig findest du Stofffetzen, weißt du? Aber wenn du welche brauchst, hast du keine. Ja, Regina beißt bestimmt schon wieder in die Tastatur. Hast du Stofffetzen? Sehe ich so aus. Du musst mal den Müll durchsuchen. Ja, ich bin schon dabei. Aber da habe ich nur Eisen und eine Schrotflinte und... Aber oh, beschwer dich doch nicht, ey. ...anderen Kram, den man nicht braucht. Ach, Stofffetzen. Gleich wird mir mollig warm. Oh. Oh. Hier wird es einem doch auch schon warm, wenn du drinne bist. Ja, nicht mehr lange. Ich baue die Heizung ab. Da kommt einer. Ja, kümmere dich drum. Ich hab zu tun. Gut, 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 gut. Na komm schon, wo denn? Draußen. Ja, wo? Oh. Noch eine Heizung? Hier ist irgendwo ein Wellensittich. Ich muss mal demnächst das Auto aufstellen. Ja. Da, 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 da. Oh, die Loot ist so schön. Schon wieder kalt, ey. Hä? Der hat sich jetzt selber gekillt? Ne. Geht das gar nicht bei jeder Tür? Nee, das ist natürlich jetzt nicht gut. Was? Nix. Ein Bücherstapel. Papier, ich kann es nicht nehmen. Ich schmeiß mal eben die Karre vor die Tür. Brauchst du noch Lappen? Nee, jetzt nicht mehr. Den kann ich ja nehmen. Den kann ich. Siehst du, ich muss gleich mal leer machen hier. Da ist eine Kiste hinten links da am Auto. Ja, kümmern wir uns gleich drum.
Oh, das war meins. Mach eine. Geben Sie Jas. Das war meins. Das war mein? Das war meins. Mir ist kalt. La 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 la. Ich gehe nochmal nach oben gucken. Da nur ein Heizkörperchen für mich ist. Rein hier! Hallo! Er freut sich immer seines Lebens, ey. Ist hier was Schickes auf dem Dach? Oh, ein leerer Rucksack. Also jetzt ist er leer. Kleidung, Kommode. So. Oh. In dem anderen Raum. Oh Gott. Hallo, Heizkörper. Nö. Nee, leider nein, leider gar nicht. Wo bist du jetzt? Ich bin noch kurz oben. So, ich gehe zu dem Auto da. Baust du ein Auto ab? Nee, ich gehe zu der Kiste. Ah ja, jetzt sehe ich es auch. Zup. Oh. Ja, so, wo haben wir denn jetzt den nächsten Schatz? Selbstgebaute Schrotflinte, Stufe 6. Der nächste Schatz ist auch schon wieder irgendwo im Nirgendwo. Warte mal, du guckst nach. Hast du nach hier geguckt? Ne, genau andersrum. Den links und den da so. Hasta la vista, Baby. Da war Kohle. Ja, ist doch jetzt Wumpe. Wir wollen Schatz suchen. Nein. Oh nee, das ist doch nur ein Stein. Das ist doch nur ein Stein. Das sah so aus, sorry. Oh, Jasmin. Außerdem ist das nicht Wumpe. Oh. Ja, aber ich bei Stein das, ist doch egal. Ich mach das wirklich, ne? Ich mach mir eine eigene Kiste und schließ sie zu mit meiner Munition. Nein. Weil das ja so Wumpe ist. Jasmin, jetzt sei doch mal nicht so. Ah ja. Hab ich meine Tage oder was? Du, ja. wolltest du hier die Häuser checken oder machen wir erstmal zum Schatz? Ich würde sagen, wir fahren erstmal weiter, weil sonst sind wir gleich tot. Cool. Nitrat. Nee. Busch. Schnee. Was das denn? Warte, hab ich? Gut. Oh, ich hab gegen mein Auto gehauen. Hab ich aber die Faxen, Dinkel! Komm her, hier, du Fettsack! Oh. Jetzt reicht das hier. Komm, Jasmin, wir fahren, ich hab keinen Bock mehr. Ich will einen Schatz suchen. Oh, hier Autos. Meine Güte. Warum fährst du nicht bis dahin? Willst du jetzt eine ehrliche Antwort oder irgendeine, die so ansatzweise mein dummes Verhalten rechtfertigt? Ich war euphorisch, Jasmin. Geil. Bei mir hakt's. Oh. Oh, du hast einen Hund gefunden. Also Fleisch. Saftiges Hundeschnitzel. Ja. Ist leider so.
Ein Schuss und das Huhn erledigt. Oh! Jetzt sag bloß, so ein kleines Hühnchen kann keine 762 Munition ab, ne? Aus der Entfernung. Da ist noch ein Hühnchen. Wo? Ich kann gerade nicht, muss looten. Hier ist eine Katze. Wo denn? Eine Katze? Hapfi! Mann, oh Mann, hier ist aber fette Ausbeute, wa? Mauzi, Mauzi, Mauz. Jo, dankeschön. Den wollen wir mal. Das kommt da rein. Das können wir vielleicht noch essen unterwegs. Das brauche ich nicht. Habe ich selber zu Hause. Ich kann hier nicht alles mitnehmen. Warum? Naja, ich kann nicht jeden Schrott mitnehmen, sagen wir es mal so. Sag das nicht so laut. Ja, ich weiß. Ich meine, jeder weiß, was ich meine. Nee. Naja, ich nehme doch kein Gemüse mit, was ich zu Hause selber anbauen kann. Das meine ich. Und halt ein Knochenmesser Stufe 2. Aber was man hat, hat man, ne? Ich glaube, das kannst du nicht mal verkaufen. Jetzt muss ich nachgucken. Danke, Jasmin. Bitte. Kein Verkaufspreis. Toll gemacht, Jasmin. Wärst du so nett und wartest noch, bis ich meine Sachen hier einsortiert habe? Komm schon, Jasmin, ich war gestern schon fertig. Ich mache jetzt extra langsam. Oh. Alter! Was soll denn das? Da geht der mir auf den Sack. Noch was essen müssen. Da kannst du doch gleich. Ja, wir sind gleich da und dann, da war ein Baumstumpf. Schön. Und dann nehmen wir uns erstmal einen ordentlichen Hapsen, ne? Hier, ich baue das Auto ab und du isst erstmal was. Hm? Wie sieht das aus, ha? Großzügig von mir, oder? Mhm. 1179. Wenn ich so weitermache, bin ich gleich wieder Level up. Level up? Level up. Kannst du mich ja gleich einholen. Da ist Kohle. Hey Jasmin. Hey, was machst du denn da? Warum haust du die Erde? Hey Jasmin. Willst du einen Kaffee? Hab ich selber. Guck mal, so geht das, wenn man motiviert ist, ja? Zack. Zack. Hier fehlt die Motivation. Hau dir auf den Kopf, Alter. Alter! Alter! Ja, hier ist jetzt überall Erde. Ja, jetzt müsste man schaufeln, um wieder zur Kohle zu kommen. Ach Gott. Ah ja, da ist ja Kohle. Hier sind voll viele Holzfäller, ey. Oh, da ist ein Baumstamm.
So, wie viel Kohle möchtest du denn haben? Ich hab mir schon ein bisschen geholt. Ja, aber ich baue ja gerade für dich ab. Mach doch. Wie viel brauchst du denn? Alles? Keine Ahnung, nö. Oh, ein Bär. Hab ich eigentlich fertig? Wo ist der Bär? Hier. Ich da. Bin der Bär. Alter, leck mich, ist das fair. Jetzt wird's männlich. Jetzt roll den nicht runter! Hey. Ich hab mal ein Trinkpäckchen getrunken. Möchtest du auch ein Trinkpäckchen, Jasmin? Ey, warum kommen denn jetzt alle? Keine Ahnung, vielleicht weil du mit einer Pistole rumschießt und haufenweise Krach machst. Stell doch noch eine Teufelbox auf. 3000 Watt Base Machine. Ich will doch nur den Berg hier ausnehmen. Stein, das ist alles Stein. Hier ist Kohle. Tja. Wie tief ich wohl buddeln kann? Ich hab sogar schon Licht an. Das ist alles nur Stein hier. Oh, hier ist Kohle. So. Stein, aber rein theoretisch muss ja hier hinter wieder Kohle kommen, ne? Immer noch da hinten, Alter. Ich? Ja. Bist du schon vorgegangen? Ich gehe die ganze Zeit schon. Ich jag einen Bär. Bau Blei ab. Ich komme ja gleich, ne? Ich nehme hier noch ein bisschen Kohle mit. Hasen hier. Dankeschön. Was ist das? Muss die Frau wieder alles machen, ja. Ich hab keine Ahnung, ob ich nach unten oder nach oben buddel. Also, ich hab irgendwie gerade die Orientierung verloren. Stein? Dieses blöde Nachladen. Hier ist gerade so viel Kohle. Oh, ich bin Level up. Dankeschön, Jasmin. Oder ja, war das toll. Mein Verdienst? Nein, ich habe 1179 gerade gemacht. Ja, aber ich habe knapp 10.000 XP wegen Steinehacken. Achso. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich schön Fleisch gesammelt. Ich, Sag mal, siehst du, wo ich bin? Nee, ich bin ja nicht bei dir. Ich würde gern wissen, ob ich nach vorne, oben oder unten buddel. Ich weiß halt auch nicht, wie tief ich war. Gucke
ich jetzt nach... Warte mal, jetzt gucke ich nach unten. Vorne. Oben. Rein theoretisch. Ja, doch, ich sehe schon den Schnee. Aha. Okay. Ich habe ja nicht gerade weit gebuddelt, ne? Na gut, wie dem auch sei. Wir machen nur einmal schnell die Taschen leer. Ja, komm mal mit dem Auto gleich her, bitte, weil... Ich bin auch voll geladen. Geladen. Ja, da gibt's ein Problem. Was denn? Wo bist du? Hier! Wuhu! Ah! Ja, Mensch. Schmeiß mal rein in Zeug. Fleisch. 103 Fleisch. Ja, 2 Bären gekillt. Muss man bei Gelegenheit das Auto reparieren. Da laufen die Chicks wieder rum. Geile Sache. Der Kleber schon? Ja, da. So, hast du Nebel? Nein. Gut, dann sag mir mal, wenn du eine Schlucht siehst. Nö. Okay. Hier sind ganz viele Steine und du fährst gleich gegen Felsen gegen. So. Auf was wartest du jetzt? Wir sind da. Echt jetzt? Irgendwo hier ist ein Schatz. Also, von hier, wo wieder mit mir gemeckert wird. So. Erst dich zum Schatz. Ist der wirklich so weit am Rand hier? Alter, diese Holzfäller nerven. Nerven. Die sind voll am nerven. Dankeschön. Ach, ich muss mir mal ein Kaffee gönnen. Mal was Warmes im Bauch. Was
Rolle? Ist der vielleicht immer so auf Steinhöhe? Der war ja drüben, war der doch auch auf Steinhöhe, ne? Ja, klar. Okay. Der Schatz ist doch nicht im Blei drin, oder was? Oder Eisen? Was will der gemacht haben? Den in Eisenerz eingeschmolzen? Ich glaube, das Spiel verarscht mich gerade. Dann ist der, ne? Hä? Also ich habe hier mittlerweile einen ganz kleinen Kreis und er sagt immer, jetzt ich den Schatz. Und dann macht das Ding Ding. Und dann wird der Kreis wieder kleiner, dann wandert der. Ah, ich sehe den Schatz. Ah. Jasmin. Jasmin. Nach all den Jahren harter, fleißiger Arbeit konnte ich den Schatz endlich finden. Da drauf steht Dinga Out Ware Dog. Ja, ja, das steht da. Zeitzünder wäre noch geil gewesen. Jasmin, fahr doch mal nach Hause zu uns im Schuppen und hol ein paar Bomben. Nö. Kriegen wir doch hier die zweite Schatzkiste auch noch, oder? Ah, Jasmin, ich habe keine Ausdauer. Das sollte erstmal Abhilfe schaffen, aber ich weiß nicht, wie lange das hält, Jasmin. Okay, Patrick. So, die Truhe ist auf und wir haben da drinnen einen Haufen geilen Scheiß. Wir haben Jetons, wir haben altes Geld, Schrotflintenpatronen, Magnumpatronen, Patronenhülsen, Schießpulver, 762, Schrot. Achso, das sind zwei Sticks. Lalalala. Oh, oh, ich wollte gerade schießen. Du hast einen Hasen erschossen? Was bist du denn für ein Mensch? Jetzt gehe ich richtig ab, Herr. Wer hat nochmal gesagt, dass man hier Honig kriegt? Was kein gekriegt war? Mal wieder nicht, schon der dritte Baumstamm. Weißt du, was in der letzten Schatzkarte drin steht? Nein. Der Schwierigkeitsgrad ist Mittel. Und dort steht, von Taylor geschrieben, lieber Überlebender. Wenn du diese Notiz liest, dann wird wohl das Schlimmste eingetreten und ich bin wahrscheinlich tot. Aber da ich nicht möchte, dass niemand etwas von meinen Vorräten hat, sollst du eines meiner Verstecke aufsuchen. Ich habe den Standort auf dieser Karte markiert. Viel Glück, Taylor. PS, Jasmin stinkt nach Kacke.
Heidelbeerpflanze. Ich hab's mal angenommen. So. Ey, hier sind voll viele Heidelbeeren immer. Wiedersehen. Muss mal mitnehmen. Ich ja, weiß nicht, ob ich hier lang fahren will. Schneller. Ja, ich muss außen rum und das ist 1,2 Kilometer entfernt. Willst du mitkommen oder willst du zu Fuß gehen, ohne zu wissen, wohin? Weiß ja gar nicht. Ich weiß, ich weiß ja gar nicht, wohin. Oh, Mann, ey, wieso schläft mich schon wieder mein echtes Bein, ey. Eine Frage. Hast du mittlerweile Nebel? Nein. Warte, ich gucke einmal kurz in die Map. Kommen wir irgendwie dichter... Ach, du Scheiße. Vielleicht wenn wir hier und dann... hier. Also wir müssen ja dahin. Das wird jetzt aber eine kleine, große Reise. Nehme ich das Auto mal nicht mit, sondern wir fahren erstmal. Ist das clever, den Berg hochzufahren? Das Schneegebiet ist riesig, ne? Riesig. Riesengroß ist das Schneegebiet. Kennst du das Lied? Ja. Wer weiß, in den Briefkästen liegt bestimmt irgendwo unser Stahlbohrer. Rainer May. Hä, wo willst du denn hin? Ja, hier ist Sackgasse, ne? Was ist das hier? Hä? Sand? Rechtsand. Oh, hier. Benzin. Ja, komm, wenn wir schon hier sind, können wir auch looten gehen, oder? Ja, wir haben ja noch Platz, ne? Ja, und wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Ja. Jetzt muss das Spiel abstürzen. Alpha 21 ist da. Oh. Wir haben noch Zeit. Noch jemand ohne Fahrschein? Jo, draußen. Das ist dein Problem. Ich bin da. Ne, du kommst zurecht. Immer. Immer. Hier oben war jetzt nicht so viel. Aber hier ist ein Lämpchen. Hier sind fast nur diese Holzfäller, ne? Aber was sagt mir dieses Lämpchen? Ja. Oh, ich wäre ein Vogel, oder? Da stirbt jedermann. Bäh. Hier war ich drinne. Der hat keine Arme mehr. Keine Arme, keine Kekse. Nachladen, ey. So, der sagt Lampe da. Oben schon gewesen? Ja. Weiß ja nicht, so viel Schaden macht die jetzt nicht, ne? Was denn? Oh, ich habe eine neue Axt. Also. Was hast denn du für eine Axt? Hier. Stahl oder Eisen?
So noch. Möchtest du eine Stahlaxt haben? Nee, ich bin meiner recht zufrieden. Hm. Willst du deinen Scheiß tauschen, wa? Nein, ich habe eine Stufe 1 über. Eine 1? Ja, die ist aber gut. Die ist guter als das, was du hast. Ach, geh du den mal abstechen. Mach mal ruhig. Du den Bären, ich das Auto. Mhm. So. Klopp, klopp. Diese Holzfäller, ey, die sind ja echt nervig hier. Keiner da? Keiner da. Ring, ring! Okay, für eine Patronenbombe. Jo. Voll in die Halsschlagader. Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ich wollte gerade hier eine Lampe. Oh. Wirklich, ey. Es hört sich an, als wären wir hier im Brandgebiet. Eben die Musik. Wow. Weißt du, was mich so ein bisschen ärgert? Ich habe immer noch kein... Ich meine, wir sind schon bei Folge 120 ungefähr und haben immer noch nicht den Bauplan von dem Erdbohrer gefunden, ne? Hm. Wir können einfach nicht. Ich bin schon wieder überladen. Ich muss gleich erstmal ans Auto. Hier war ich schon. Die Tür ist zu. Keine Tür ist für mich verschlossen. Rast dich aus. Was tust du denn, Herr Uschbert? Uschbert. Ja, dieses blöde Nachladen. Ich achte da immer nicht drauf. Voll. Ja, und in deinen Taschen hast du auch keinen Platz mehr. Das wäre so schön. Das Jammelfleisch. Wo bist denn du jetzt oben? Ja. Die Axt, die geht schon, ne? Ist schon okay. Ist schon okay. So, den hatte ich noch nicht. Und den hatte ich noch nicht. Das da. Oh. Wo, was ist das denn hier? Ein Loch? Pass aber auf das Loch auf, ne? Da können Sachen verschwinden. Du bist ja ein richtig toller Held. Ja, ich meine nur nicht, dass dir da was reinfällt. Dann kriegst du das nicht wieder. Mann, ich bin so gut ausgestattet mittlerweile. Also relativ. Ja. Das nehmen wir mit. In der Küche warst du schon, ne? Da hat sie mir wieder alles weggenommen hier. Warst du auch schon im Keller? Nö. Klar. Ah, das ist ja doof jetzt hier. Natürlich warst du schon im Keller. Hier, geh mal hier an die Werkbank. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, habe ich mitgenommen. Messing, ne? Ja. Gut. Alles eingesteckt. Hast du hier unten schon? Im Loch? Jo. Nö.
Ich gehe da auch nicht rein. Mir hat Angst vor Löchern. Ja, Udo. Da muss ich hier alles abbauen. Wie abbauen? Hm? Warum abbauen? Ja, hier so Trockner und. Achso. Ich gehe mal hier die Tür aufmachen. Ich gehe davon aus, dass die zu dem Loch gehört. Ich bin gerade beim Auto. Ich muss erst mal die ganzen Sachen hier anpacken. Wie kannst du das nicht gehört haben? Ich habe mit der Stahlpicke... Ist egal. Warum hast du eigentlich dein Dings nicht mitgenommen? Welches Dings? Na, der Fliegeding da. Peter? Ja. Mir ist nicht aufgefallen, dass ich zu dem zum Schluss gesagt habe, er soll das warten. Und ich dachte, so eine große Reise ist auch viel zu gefährlich für Peter, ne? Jasmin? Ja. Ich hab hier was Geiles gefunden. Ja, ich muss jetzt erstmal alles wegsortieren hier. Was hast du denn gefunden? Du musst mal runterkommen, ich kann nichts mehr nehmen. Ich bin gerade am Einsortieren. Okay, kannst du danach mal runterkommen, ich kann nichts mehr nehmen. Wie oft denn noch? Kannst du danach mal runterkommen, ich kann nichts mehr nehmen. Ja, und wir sind auch voll im Auto. Jo. Vielleicht gibt es den Erdbohrer gar nicht mehr. Vielleicht ist der rausgepatcht worden und nur die Leute, die den schon hatten, durften den behalten und alle anderen haben Pech. Mhm. Ist halt nur so eine Theorie, ne? Nö. Nö. Haben echt keinen Platz mehr in dem Autowagen. Ja, das ist nicht gut, weil wir haben ja auch noch einen Haufen Bücher, die wir mitnehmen könnten. Wo bist du nochmal? Da. So, wo bist du denn überhaupt? Muss einfach nur im Keller immer durchgehen. Keller. Hm. Hallo. Ja, wo soll ich denn da hin? Im Keller. Da, wo wir eben uns getroffen haben, oder was? Ja. Und dann in das Loch springen. Und dann kommst du direkt auf die ganzen Kisten drauf zu. Sicher? Wenn, ja. wenn das eine Falle von dir ist, ne? Nein, obwohl es das wäre wirklich lustig, aber nee. Ich habe da nichts. Ich habe da nichts vorbereitet. Wo sind denn hier die Kisten? Bist du schon im Loch? Einfach durchgehen hier. Ah, oh, hallo, was ist denn hier los? Ja. Puh. Das hier verschieben wir noch mal ein bisschen alles nach oben hier, damit das ein bisschen ordentlicher aussieht. Buddelst du? Naja, hier die Zement und so. Oh, hier ist das nicht Messing? Ja, oh. Kommst du runter? Was soll ich denn unten? Nee, ob du das bist gerade hier, der da irgendwo langläuft? Ja. Ah. Dann Messing.
Wieso mache ich denn eigentlich nicht? Ich kann doch diesen komischen die Knarre machen. Die habe ich auch noch nicht gebaut. Magnum. Nee. Ja, auch. Die kann ich auch machen. Aber ich meine die Knarre zum Metall abbauen. Wir haben keinen geschmiedeten Stahl. Wir haben Eisen im Auto, ne? Jasmin, können wir denn los? Ich denke, ich soll das hier alles einsammeln. Nein, hat keiner gesagt. Du solltest die Kisten nur mitnehmen. Die ja, hier. Ja und, das andere brauchen wir doch auch alles. Du bist der Erste, der... haben wir das gar nicht? So, ich muss was trinken. Ich bin bockig. Das mache ich immer, wenn ich bockig bin. Die laufen mit der Axt durchs Haus und hau alles kaputt. Ah, denn? Achso, andere Seite. Nee, hä? Wo ist denn jetzt dein Auto? Hier, da, da. Oh, war ich doch richtig eben. Ja. Ich hol mal das Auto. Dann müssen wir mal gucken, wie können wir denn hier überhaupt... Du, wir haben ja jetzt schon fast Tag 47 rum, ne? Ich möchte jetzt langsam mal ein paar Dings noch machen. Dass wir nach Hause fahren und uns mal auf den Blutmond ein bisschen vorbereiten? Ja, bitte. Munition brauchen wir. Fahr doch. Ich brauchte mein Fähnchen. Ein Fähnchen? So. Lalalala. Hast du Nebel? Wieso bin ich der Einzige, der hier Nebel hat? Habe ich grauen Star? Du hast nicht schlechte Augen, Alter. Ja, la Kohle. Oh! Doof, die Kühlbox des Todes! Da machst du nichts mit einem 4x4 Allradwagen. Hier auf dich um, hey! Kühlbox des Todes. Ja. Das war ja nicht normal. Wollen wir die Autos eigentlich mitnehmen hier, wenn wir unterwegs sind? Ja, können wir. Nimm mal den. Das hier noch mit. Wegen Eier. Ich warte im Auto. Ich denke, wir wollen hier abbauen. Nee, lass mal doch nach Hause fahren erstmal. Mein Gott, Walter, ey. Erstmal Basis bauen. Ich hab noch eine Idee, die würde ich gerne umsetzen. Vor dem Blutmond. Ich benötige denn eine Schmiede, die du mir zur Verfügung stellst. Nö. Und eine Werkbank. Nein. Doch. Aber nicht die unten, die Werkbank, die nehme ich. Nö, ja, dann nehme ich die oben. Nein. Und ich nehme die Schmiede direkt daneben. Nein. Ja. Hier ist noch Blei. Ganz viel Blei. Hier ist eine große Stadt. Ganz viel Stadt. Blei. Da ist nur eine Kiste. Ich komme gleich wieder. Ach so. Überwindbares Hindernis. Joe Bros Bilder. Hier wird ganz schön viel. Oh. Hier wird ganz schön viel gebaut, ne?
in der Gegend? Wäre so ein Erdbohrer nicht unwahrscheinlich. Ja, wir haben erstmal genug Fleisch. Jetzt müssen wir den Weg zurückfinden. Nein. Böser Hund. Du bist brav. So, 1 Kilometer noch ein Bär. Warum gibt es hier eigentlich keine Eisbären? Das wäre geil. Nicht davon aus, dass ich da durchfahren kann mit dem Auto. Ah, ich hätte mal vorher nach dem Weg fragen sollen. Entschuldigung. Komme ich da mit dem Auto durch? Das ist ja jetzt ekelhaft hier, ne? Okay, noch ist alles cool. Boah, ich habe dafür jetzt echt gar keine Zeit, ne? Boah, ich habe so Angst, dass ich ins Wasser falle. Da muss nur wieder irgendwas sein, dass ich da hängen bleibe mit der Front und ich knall voll in den See. Fluss. Amazonas. Okay, da ist eine Brücke. Da muss ich nur noch heile ankommen. Gottes Willen war das aufregend und langweilig für euch bestimmt. Ich habe gedacht, ich fliege in See. Fluss, Amazonas. Ganges. Ich dachte, das war's und ich sehe das Ende. So, Straße runter, einmal rechts und dann sind wir doch schon da, ne? Sehen können wir es noch nicht. Ah nee, einmal links. Einmal links. So. Wunderbar, wir haben es geschafft. Hätten wir eigentlich bei Trader Joe noch anhalten können. Haben wir aber nicht. So, ich brauche... Brauche ich Stahl oder Eisen? Das ist natürlich eine gute Frage. Klingenfalle. Sowohl als auch.
Jasmin ist jetzt aber dann nicht in Gefahr, oder? Er lässt mich da einfach alleine sitzen, ey. Hab alles unter Kontrolle. Ja, genau, Alter, du. Alter. So, jo. Was habe ich denn überhaupt in der Tasche? Wir fangen jetzt erstmal an. Hier ist keiner drin, ne? Aber hier. So, der wir müssen mal unseren Zaun hier machen, da sind Kratzspuren. Ja. Alles in Ordnung. So, was brauche ich denn? Jetzt wird's eng hier. Das passt ja. Ja, da kommt hier der rein. In welchen Schmelzofen machst du denn? Hier machst du das. Leg das Blei da mal da rein. So. Oh, da können wir gleich nachrutschen. Hier willst du Bauplan für elektrische Türen, Brücken und Bauplan für Elektronik, Grundlagen, weil du machst doch da eh. Ich glaube tatsächlich, ich kann das schon. Ja, warte. Das hier. Und das. Oder die jetzt hingeschmissen? Ja, die kann ich beide schon. Ja, gib mal her, dann nehme ich die, weil ich kann die noch nicht. Judy, das dauert noch einen kleinen Moment. Dann schmeiße ich hier nochmal ein bisschen Messing rein. Dann hättest du mir den Kleber hingepackt, ey. Wo ist der Kleber jetzt schon wieder hier? Da, wo du drin bist. Haben wir keinen mehr? Ach, da. Da sage ich jetzt mal gar nichts zu, Jasmin. Ja, besser ist das auch. Das würde nur unserer Freundschaft im Wege stehen. Mhm. Ah. Jo, ich habe hier noch ein bisschen Fell, Jasmin. Wo kommt denn das hin? Hier haben wir noch ein bisschen Platz, aber... Fell oder Leder? Leder und die Anfänge der Liebe. Ja. Nicht das eigentlich? Habe ich das hier schon drin? Ja, kann ich auch nur einmal machen, ne? Kann ich das hier auch reinschmeißen? Cool. So, was schlägt denn hier mit dem Plastik? Wieso geht denn das nicht? Oh, die Kiste ist voll.
Selbst gebaut. So, das hätten wir. Der da und der da. Was ist denn hier überhaupt drin, ey? Öffnen wir das mal. Supermais-Samen. Okay. Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon? Eine Stunde, eine Minute. Oha. Ja, das reicht doch dann, oder? Erstmal? Ja. Achso, ist das Auto schon ausgeräumt eigentlich? Nö, aber das können wir ja nächstes Mal machen sonst. Weil ich möchte nächstes Mal auch noch ein bisschen was... Ich will was abändern. Eigentlich brauchen wir Kisten ohne Ende, aber ich weiß ja mal nicht, ob sich das noch lohnt, Kisten groß zum Sortieren, weil das kostet ja auch viel Zeit. Ja? Und eigentlich müsste das hier alles weg. Der würde einfach nur verändert werden. Das, aber dann muss es trotzdem einmal weg. Na gut, das war's auf jeden Fall von uns für heute. Wir würden uns freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Schaltet wieder ein. Ich kann nicht so bescheuert reden. So, das war's von uns. Schaltet morgen wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.